Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Craft Until You Die an Tag 3. Das reimt sich. Da plündern wir den Briefkasten und haben unsere nächste Quest. Es ist anscheinend in dem Modpaket unterschiedlich zu Vanilla, dass nicht nach 10 Quests irgendwie hier der Punkt ist, wo man dann seine Belohnung bekommt und so weiter. Sondern das scheint sich hier zu unterscheiden. Das scheint irgendwie doppelte Anzahl an Quests zu sein. Wir kriegen es raus. Wir haben ja bis jetzt noch nicht mal 10 geschafft, von daher ist das völlig in Ordnung. So, was müssen wir überhaupt machen? Vorräte, die White River Supplies, okay, sind im Keller. Wollen wir das Auto wegmachen? Die Ranch ist richtig stark, muss man sagen. Die ist echt gut. Dass man sowas zum Start kriegt, ist natürlich ein Träumchen. So, ist jemand über mir? Nee. Ist da oben Loot? Nee, auch nicht. So, dann müssen wir hier aufs Dach. Das lassen wir alles mal stehen. Und hoch. Ja, da sitzt schon einer. Ja, der Pfeil und Bogen ist halt echt mies ohne Skillung oder, sag mal, ohne entsprechend leveligen Bogen. Oh, du lebst ja noch. Also, sofern man von Leben sprechen kann beim Zombie, ne? Oh, die Kohle würde ich ja gern mitnehmen. Komm mal an die ran. Ja, aber geht mit Axt wahrscheinlich besser. Oh, wollte gerade sagen. Jede Menge Munition, nur nicht die passenden Waffen, ne? Ich warte aber auf den Moment, dass ich von hinten eine geschallert krieg. Da sitzt ein Zombie in der Ecke. Da kommt noch jemand hinter mir. So hat sich's eben angehört. Das sieht ungesund aus. Aber interessante Stellung. Was ist das? Der sterbende Hund? Apo Hund. Hoffentlich ist da kein Hund drin. So, wir gehen das hier aber alles in Ruhe mal durch. Ich sollte es lassen, mit dem Schraubenschlüssel irgendwelche wichtigen Sachen kaputt zu schlagen. Jetzt halt die Frage, nehmen wir die... eigentlich sollte man das Leder mitnehmen, ne? Ja, wir kriegen Holz bei rum und Lederfetzen. Ah, sammeln Leder ab schon, siehst du? Lohnt sich doch. Verschlossen, verschlossen. Hier trotzdem rein. Vielleicht ist da eine Pistole in der Toilette, wer weiß. Wenn das nicht auch rausgenommen wurde, würde mich jetzt nicht wundern. Wobei jetzt der Zufall, glaube ich, beziehungsweise die Chance, dass du eine Pistole kriegst in der Toilette, sowieso relativ gering ist. Hm.
Die Tür ist schon offen. Dann regeln wir es auch nochmal offiziell. Was gibt die eigentlich? Geben die auch Leder? Ja, gibt auch Leder. So, ich werde auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen skillen in Knüppelei. Wobei ich am Überlegen bin, ob wir irgendwas in Ausdauer verteilen, damit wir hier ein bisschen agiler unterwegs sind. Ein verfügbarer Punkt. Der Prügelpeter, da sind wir auf 2. Oder wir gehen direkt hier hoch. Was brauchen wir denn für die nächste? Brauchen wir bestimmt 5, oder? Ja. Ja, komm. Stärke hilft immer. So, machen wir schon mal auf. Und ab in den Keller. Na, schöne Ausdauer verprügelt. Ein Helmlicht wäre auch mal eine super Nummer, fällt mir gerade ein, wenn ich hier sehe, dass es hier recht dunkel ist. Ich meine, ich sehe alles, aber ich hoffe, ihr seht was. Zumindest schemenhaft. Es kommt ja immer ganz stark darauf an, was man für einen Monitor hat und wie der eingestellt ist und so weiter. Wenn der Gamma-Wert schlecht eingestellt ist, dann sieht man auf dem besten Monitor nichts. Hier ist nichts mehr. Wobei jetzt auch jeder nicht auf den Monitor schaut, sondern auf den PC oder Fernseher oder. So, dann haben wir zumindest die Quest schon mal abgeschlossen. War hier nicht noch immer was dahinter? Jetzt schwören kann, dass da was dahinter war. Also warte mal. Was ist das hier eigentlich? Gummihandschuh kann man auch noch zerlegen. Also es ist schon interessant, was hier an alles an verschiedenen Dingen drin ist, die ich überhaupt nicht kenne. Gut, ist halt ein Modpaket, mir ist das schon klar, aber... Niemand hier? Niemand, der mich daran hindert, hier was wegzulooten? Zumindest aktiv. Da bin ich aber dabei. So. Scrappen. Dann können wir uns mal mehrere Kisten zu Hause machen, ne? Bei dem Kram, den wir jetzt hier mittlerweile haben. Gut. Dann raus hier. So war der. Hallo! Ist das ihr Haus gewesen? Alter, hat er mir... Ach nein! Blödes Stück. Du hast mich verletzt. Mann. Och. Ich muss mal um den gucken, dass ich ein paar Bandagen noch herstelle. Wir haben die Schmiede freigeschaltet? Echt? Gar nicht mitbekommen. Yo, an der primitiven Werkbank. Ach du Schande. 1000 Stein, 12 Klebeband. Ich habe nicht ein Klebeband bisher gefunden. Da freut man sich über die Freischaltung, aber es nützt einem nichts. Ja gut, wir haben die Schmiede freigeschaltet, Leute. Bringt uns zwar im Moment nicht viel, weil uns noch jeder andere... Oh Gott, 1000 Stein, seid ihr bescheuert. Okay, einen habe ich. Bis gleich bei Jen. There's something. Congratulations. I can make my payment to the Duke now.
unbehandelter Schwefel. Das soll ziemlich gut sein. Das ist, glaube ich, eine Ressource, die wir brauchen. Ich nehme das jetzt einmal. Auch wenn ich gerne den Honig hätte. Aber das sieht ganz gut aus. Vergrabene Vorräte, beseitige Zombies. Wir gehen so ein Pass and Gas. Ja, mir geht's ganz gut. Vielen Dank. So, jetzt ist die Frage... Achso, ich mach mir mal zu. Jetzt ist halt die Frage... Gut, wir haben 11:48. Nach der Quest sollten wir auf jeden Fall mal schauen, dass wir unser Gebäude ein bisschen besser absichern. Und vor allem, wie das mit den Upgrades der einzelnen Blöcke hier funktioniert. Weil wir müssen unbedingt das Fundament stabilisieren, weil so mal... Na, hast du einen Helm mitgebracht? Nützt dir nix. Oh, warte mal, den lasse ich mal aus da hinten. Ja, und eine Werkbank, gut, haben wir drüben bei Jen. Wir müssen da mal gucken, welche Art von Knüppeln wir uns schon herstellen können. Ich weiß nicht genau, in welchem Level wir da sind. Warum ist jetzt Action? Kommen sie jetzt aus allen Richtungen? Habe ich irgendwas verpasst? Er ist an der Tanke. An der Tanke, an dem Autounfall da drüben. Was ist denn das für ein Persengas? Der hat ja ganz andere Zapfsäulen. Guck mal hier, so Oldschool-Dinger. Cool. Ja, da müssen wir auf jeden Fall auch noch rein, ne? Ist ja wohl klar. Das Hotel ist ja geil. Guckt euch mal diesen Komplex an. Das ist aber nicht Vanilla, oder? Gehört das Hotel zu Vanilla? Weiß das jemand? Ist ja riesig. Haven Hotel. Also würde ich mich erinnern können. Also ich kenne es zumindest nicht, ne? Aber ist ja geil, was ein Komplex. Und was eine Riesenmauer, wie die ich nicht rüberkomme. Geht's denn hier überhaupt rüber? Ah, hier geht's durch. Hase, lauf! Oh, es tut mir leid. Das wäre eine Basis. Oh, da ist ein Grill. Bitte. Grillrost. Grillrost. Okay, ich nehme auch Gammelfleisch. Ich nehme mal den Grill auseinander. Vielleicht gibt es ja dadurch irgendwie... Nein, gibt es nicht. Warum auch? Aber was ist denn das für eine... Boah, stell dich da mal vor eine Basis rein. Gut, da hast du sehr viel Wände, ne? Ja. War trotzdem irgendwie ganz schick. Ah, wir müssen sogar so eine Tanke looten hier. So eine Oldschool-Tanke. Okay, dann machen wir ihn auch noch weg, damit er uns hier nicht stört. Oh, ein Dietrich. Ich glaube, ich habe zum ersten Mal einen Dietrich gefunden. Guck mal ganz kurz nochmal in den Autos im Hinterhof. Das würde ich ganz gerne noch mitnehmen. Wir sollten auch vielleicht mal einen Punkt in den... Ja, wie heißt es hier im Deutschen? Dicke Arme? Nee, wollte ich nicht. Was ist denn hier? Meister des Nahkampfs? Moment, kann ich hier Punkte reingeben? Was ist das überhaupt für ein Skill-Bereich? Das sehe ich ja jetzt erst. Erweiterte Skills. Da muss ich Level 10 sein, damit ich hier einen erweiterten Skills... Das ist ja spannend. Das sehe ich ja jetzt erst. Oh. Oh yeah. Sehr gut. Na, dann müssen wir was dazu nehmen, wenn wir Level 10 sind. Okay.
Das ist ja cool. Was sind wir denn vom Level? Level 7 sind wir. So, ich mache jetzt erstmal den Außenbereich leer. So, jetzt habe ich aber noch nicht geguckt, wie der Skill hier ist. Entschuldigt bitte, jetzt muss ich doch nochmal hier reingucken. Hier, fortgeschrittener Ingenieur. Da müsste ich Punkte mal reingeben, damit wir Richtung Mechaniker kommen, damit wir schneller an einen fahrbaren Untersatz kommen. Und der Grill ist wieder da, sehr gut. Der gehört ja zum Gebäude. Wieder Barren. Das lohnt sich. Es ist halt die Frage... Nee. Ich hatte überlegt, ob wir den Grill auseinandernehmen, ohne dass wir ihn gelootet haben. Aber das wird wahrscheinlich keinen Vorteil bringen, gehe ich mal davon aus. So. Machen wir die Karre klein? Ach nee, machen wir nicht. Lernen. Scrappen. Scrappen. Die heben wir auf. Oh, was ist denn das? Dose Lachs. Okay, wollen wir uns auf jeden Fall auch kochen. Dich machen wir klein. Und zack. Ah. Du gibst aber Stahlbarren. Also in Vanilla gibst du definitiv Stahlbarren und Eisenbarren. Und im Modpaket scheißt du mal gerade drauf, oder? Kann das sein, Spiel? Jo, das Spiel sagt nö. Ach cool, die Regale sind auch eigen gemoddet. Komm mal mit raus, ich hab keinen Bock im... Sehr schick hier, oder? Die Regale. Die sind halt sehr sauber, ne? Also. Trotzdem schön gemacht. Okay. Mhm. Und unten im Keller bestimmt. Oh, zwei Rocker. Nicht gegen das Auto schlagen. Das geht nicht gut aus für uns. Hör mal auf. Komm mal hier lang. Genau. Oh, der hat 1300. Da müssen wir mal kurz raus. Machen wir hier Ringel... Nee, was ist denn jetzt hier los? Jetzt hier auch noch eine Mini-Horde unterwegs. Leck. Geh leck. Ausdauerrecken. Jetzt ist er auch noch schnell. Beruhige dich. Jetzt wieder langsam. Sehr gut. Muss mir wirklich angewöhnen, immer noch genügend Ausdauer übrig zu haben. Um zur Not den gesicherten Rückzug anzutreten. Was? Oh! Oh, du hast ja noch gelebt. Blödes Stück. Oh, ich hab fast Mist gebaut, ne? Diese Werkzeugwagen, super geil gemacht. So, einer müsste noch im Keller sein. Oder auch mehrere.
Ach Mann, lass mich doch mal die Kiste aufkloppen. Ja, das Questlimit ist anscheinend hier festgelegt in dem Modpaket. Ich habe mal geguckt, in den Einstellungen gibt es keine Option zu. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Aber gut, wir wollten uns eh um unsere Hütte kümmern. Da müssen wir uns einfach ein bisschen vorsehen. Oh, ein Basie. 18? Nee, das ist wesentlich besser. Schade. Jetzt habe ich mich schon gefreut, aber ein 1er Baseballschläger zu einem 4er, ja, halt meist ein Unterschied, ne? Gut, was ist denn das hier? Einfach nur Nahrung. Sonst kannst du nix. Ein kleiner Energielieferant für zwischendurch. Einen guten. So. Goodie. Falsche Richtung, da müssen wir hin. Wir sehen uns gleich bei Jen wieder. Bis gleich. Well, look what the cat dragged in. Ja, well, ich bin's. That was fast. Nice job. Ranger-Pfeile. Was sind denn Ranger-Pfeile? Mehr als Eisen. Okay, cool. Oh, 10 Klebeband. Aber sowas nehme ich dein Klebeband, junge Frau. Buddeln können wir auch mal machen. Ich weiß. Ja. Well, okay then. Buddeln können wir aber machen, oder? Ich würde allerdings mal drüben einen Kaffee holen. Ich glaube, ich habe noch einen Kaffee drin. Dann machen wir die Buddelquest und dann gehen wir nach Hause und sichern die Bude ein bisschen ab. Ach, den Baseballschläger wollte ich verkaufen. Egal. Ich packe jetzt erstmal in die Kiste, machen wir später. Wir müssen uns vielleicht auch mal eine Händlerkiste einrichten. Ich packe jetzt erstmal hier rein. Das Klebeband packen wir da rein. Und die Dietriche nehmen wir mit. Die können wir hier mal sperren. Haben wir irgendwas dabei, was wir nicht mitnehmen sollten? Ich bin mir halt unsicher, ob wir Steine mitschleppen müssen, weil eigentlich haben wir bisher immer repariert mit Seilen. Und Seile haben wir genügend dabei. Ich würde jetzt einfach mal die Steine da lassen und ärgere mich später. Gut. Haben wir sowas wie Kaffee? Nein. Gut. Wir brauchen immer noch einen blöden Kochtopf. Weißt du was? Ich ziehe mir hier so einen Schmusi rein. Können wir denn eine bessere Axt machen? Machen wir erstmal Schaufeln. Jo. Na komm, dann machen wir uns doch mal eine schicke Schaufel. Kleiner Stein, da brauchen wir den nämlich jetzt. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Seil, das haben wir, und Bretter. Fertigen. Dann machen wir uns direkt eine Axt. Da fehlen uns noch Seile und Seile wird aus Gras hergestellt und Gras haben wir keins. Ist ja auch. Ist es hier legal in der Zeit? Bestimmt. Dann mähen wir mal den Rasen. Und wir müssen uns auch noch um die Zombies im Keller kümmern, ne? Wird eigentlich auch Zeit, dass wir da mal runtergehen. Seil müssen wir uns eine Axt geben. Oh. Ey. Wie wertet man denn hier auf? Rechtsklick war kaputt machen. Hä? Okay. Wie wertet man im Spiel auf? Wir werden es rausfinden. Wahrscheinlich nur Bauhammer oder Nagelpistole, ne? Gehe ich auch davon aus. Regie meint auch gerade. Die üblichen Verdächtigen. Na, gucke an, da sind wir noch richtig gut aufgestellt. So, was habe ich denn da gemacht? Da habe ich irgendeinen Slot noch gesperrt. So soll das aussehen. Jetzt passt's. Gut, dann lass uns mal buddeln gehen, wa? Wir sehen uns gleich zum Buddeln wieder. Jetzt regnet es schon wieder. Spiel, du willst mich doch verkackern. So, bis gleich. Ist ein kleines Stück. Bis gleich. Oh,
Oh, Leute, der Weg hier zum Buddeln ist ein ganz schöner, schwerer Weg, wenn ihr unten links seht. Und da habe ich noch irgendeinen Wolf gehört, den Kojoten. Das macht es natürlich nicht besser. Ich brauche ein bisschen Abstand zum Kojoten. Ich muss mal gucken, ob wir uns nicht eine Pipe-Pistole oder sowas herstellen können. Wo ist denn der Kojote da vorne? Da kann ich doch jetzt nicht buddeln, wenn der da rummacht. Ah, da kam ein Zombie auf mich zu und der hat mir praktisch, der hat mich erstmal verseucht. Also ich musste dann einen Honig nehmen. Dann habe ich noch den Arm gebrochen. Wobei ich jetzt gerade nicht weiß, was was ist. Nee, verstauchtes Bein. Der hat mir Arme und Beine gebrochen. Ich habe einen verstauchten Beine. Das ist brennenblöd. Und der Arm, ich müsste jetzt mal buddeln. Die maximale Gesundheit um 9,6 verringert. Was ist eigentlich, wenn ich so einen Pilz esse? Ist das gut? Giftiger Pilz. Aber aus Neugier ist durchaus ein Versuch wert, zu schauen, was passiert. Was? 50% Infektion, minus 50% Gesundheit. Warum sollte ich den essen? So, wo ist der Kojote jetzt hin? Ah, das ist schwierig. Gut, no risk, no fun, würde ich sagen, oder? Ich habe übrigens auch keine große Spitzhacke hergestellt. Okay, buddeln ist anscheinend nicht das Problem. Laufen ist ein Problem. Ah, eins. Da in die Richtung. Hat mich was gesehen? Die Musik sagt ja. Egal. Wenn ich in Bobbes gebissen kriege. Ach nee, jetzt kommt er hier, oder? Du hast mich nicht gesehen. Du hast mich... Oh. Ach, Leute. Alle drei gleichzeitig habt ihr mich gesehen. Das ist ja toll. Da freue ich mich aber. Na gut. Ja gut, dann machen wir das halt. Du als nächster. Noch jemand? Wie viel haben wir denn jetzt bisher gekillt? 189. Was brauchen wir? 250 hieß es, ne? Für die Belohnung als Fahrrad. Also wir dürfen keinem Kampf ausweichen, damit wir das erreichen. Aber guck mal, hier buddeln geht mit kaputtem Arm. Oder? Bis jetzt hat er nicht gestöhnt. Ach, unten links steht auch der Killcounter. Ja, danke nochmal für den Hinweis. Das ist ja die erweiterte Version von dem HUD Plus oder wie die heißt. Deswegen hat man ja auch Temperaturen, Höhenmeter und so eingeblendet, was... Kommt jemand? Nö. Was in Vanilla nicht anti-cheat-kompatibel ist. Aber im gemotteten Spiel ist das sowieso Latte, weil... Gemottete Spiele sind ja sowieso nicht anti-cheat-kompatibel. Kommen wir hier noch raus? Ich hoffe doch. Oh, ist schon wieder so spät. Gleich renne ich wieder Mimimi nach Hause und ärgere mich über Demolisher, die auftauchen. Kommt jemand? Nee. So, wo ist der Nullnuller-Punkt? Da irgendwo.
er zurück in die Richtung? Nee, auch nicht. Da. Da ist er doch schon. Oh. Okay. Oh, eine Minute. Ich habe gerade die 40 Sekunden, die ich hatte. Na komm her, wir kämpfen. Was soll's. Oh, da ist ein Holzfäller dabei. Der könnte stabil sein. Weißt du, was wir machen? Wie haben wir denn? 19.33 Uhr, wir haben noch Zeit. Nö. Doch. Der ist stabil. So, ab nach Hause. Achso, nicht sprinten. Ja, ich beruhige mich. Wann macht Jen zu? 21 Uhr Apps. Komm, lass wenigstens meinen Arm stabil sein. Das will ich jetzt nicht wieder versauen. Wobei ich dann noch sprinten könnte. Hm. Okay. Wir sehen uns gleich bei Jen. Hoffentlich schaffe ich das zeitlich. Bis gleich. So, mein Bein ist wieder in Ordnung. Mein Arm ist auch wieder in Ordnung. I know you. And congratulations. I can make my payment to the Duke now. Ich nehme die Fähigkeiten. So, eine Abholen-Quest in 501. Are you looking to earn some? You can always quit a job if you feel it's too dangerous or just change your mind. So, zu verkaufen habe ich nicht. So. Primitive Rüstung Qualität Nummer 3. Das sollten wir auch mal machen, ne? Dann sind wir nicht so schnell verseucht. Oh, oh, nicht da rein. Genau, komm mal da raus. Noch eine kleine Schleife. Jetzt können wir weiterkämpfen. Ich habe halt kaum Leben. Uiuiuiuiui. So, mit dem Aufrüsten der Basis machen wir morgen früh. Ich habe jetzt hier, glaube ich, keine. Ich gucke nochmal kurz, ob hier irgendwo ein Loch in der Wand ist. Dieses Geflacker da. Das macht mich wahnsinnig. Danke. Flackerst du auch? Nee, du flackerst. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es bei mir oben im ersten Stock da flackert. Ich habe mich nämlich gewundert. Ich habe extra alle Lampen abgebaut. Guck mal, dich habe ich noch gar nicht gelootet. Steht er da und sagt nichts. Gut. Ich nehme mich mit nach oben. Dich habe ich auch noch nicht gelootet. Okay, kann man auch machen. Kaktus kann ich nicht mit. Doch. Was gibt's hier? Kabelinski. Ich habe hier noch die Hälfte nicht gelootet. Was ist denn hier los? Asche auf mein Haupt. Okay, gibt nur Bretter, die kleinen Konsolen. Jetzt guck mal, unsere Arme sind gut. Da nutzen wir jetzt mal die Zeit, um hier richtig abzubauen. Wir müssen unbedingt noch in den Keller. Wir müssen die Zombüsen da unten wegräumen. Außerdem haben wir noch Loot im Keller. Aber das mache ich nicht kurz vor Mitternacht hier. Wenn die in einem Rennen sind und mit leerem Magen natürlich auch nicht. So. Wenn wir schon dabei sind, machen wir hier alles leer, damit das Wohnzimmer auch bereit ist,
liegt auch noch eine Box auf dem Boden. Die habe ich auch noch nicht gelootet. Na gut, wir sind am Anfang hier reingestürmt in die Bude und haben halt nicht wirklich... haben halt nicht wirklich gelootet, ne? Oh, da gibt's Nägel. Dann machen wir uns oben auch nochmal neue Kisten. Dann machen wir eine Kiste für Waffen, eine Kiste für irgendwelche Spezialteile, weil ich sehe schon, die Kisten trotz der Größe werden auf jeden Fall schnell zu klein. Die Textur von dem Holz gefällt mir gut. So. So, dann machen wir uns direkt noch eine Kiste. Hatte ich die nicht unter Favoriten? Nein, nicht. Na gut, Nägel können wir auch unter Favoriten machen. Ja. Brauchen wir aber mehr Nägel. Wir haben ja 124. Sehr gut. So, dann lass uns noch schnell was einkochen, bevor die Nacht anbricht und die Zombies darauf abfahren. Schüsseln, Ravioli, das und hier, da müssen wir nochmal nach Aloe gucken. Das müssten wir daraus herstellen können, gehe ich mal davon aus. Gut. Einen Kochtopf haben wir immer noch nicht. Schade eigentlich. Nein, 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 nein! Abbruch, Abbruch, Abbruch! Ich hab's nur noch vom Mund. Ich kann das nicht abbrechen, ne? Ah! Ja, super. Hast du die reingezogen. Hast du klasse hingekriegt, Sturz. Mann! Scheiße. Ach, Mann! Immer das Schnellklicke. W. Kochen. Kochen. Guten Nacht, Jen. Guten Nacht, Jen. Jetzt ist ihm wieder schlecht. Ich setze mich jetzt hier auf den Schlafsack. Können wir hier nicht raus Aloe-Creme herstellen? Ah, wir brauchen 4. Natürlich brauchen wir 4. Oh, wir können auch die Dino-Pflaster herstellen, sehe ich gerade. Ach ja. Ashen, was ist ja immer, ne? So, jetzt haben wir zumindest mal schon genügend Kisten. So, ich setze mich jetzt auf den Schlafsack. Gleich Zapfenstreich. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen früh wieder, würde ich sagen. Bis dahin. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe die Nacht ausgeharrt und mir kloppen sie die Bude kaputt. Ich drehe durch. Upsala. Ey! Ist das deine Bude? Spinnst ja wohl. Das passiert in der Nacht, wenn man hier nicht aufpasst. Und Trader Jen hat offen. Der Tag könnte nicht besser laufen. So, warte mal, ich mache jetzt hier mal hier den einen Block raus. Und dann machen wir hier einen neuen Block rein. Und wir müssen unbedingt die Bude absichern. Und wir müssen unseren Keller säubern. Wir haben immer noch Gäste da unten drin. Ach, das sind die Fenster. Das sind die... Ja gut, die können wir auch ausschlagen. Ja, jetzt habe ich euch hier warten lassen. Beziehungsweise ich habe die Nacht ausgeharrt. Und habe ein bisschen Sachen abgekocht. Ein bisschen Nahrung abgekocht und so weiter. Und eigentlich bin ich am Ende einer Folge. So, wir sehen uns morgen wieder. Und dann finden wir hoffentlich auch irgendwann mal einen Kochtopf. Und werden auf jeden Fall die Bude hier noch ein bisschen stabilisieren. Na guck mal, da ist auch schon angeknackst. Und hier können wir nichts mit anfangen, ne? Das Ding ist kaputt, oder? Ich weiß nicht, ob man das auseinanderschrauben kann. Kann man anscheinend nicht. Das klang nach Metall. So, dann haben wir das auch sauber. Alter, was ist denn hier in meinem Garten los? Okay. Ja, Gräser müssen wir besorgen.
Genau, machen wir auch, denn ich brauche jede Menge Faden für Ausrüstung. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, wir haben primitive Rüstung, glaube ich, bis Level 3 oder so. Werden wir uns auch noch herstellen. Keller werden wir ausräumen, der Tag ist noch jung. Dann werde ich mich stärken und nächste Folge müssen wir die Untermieter hier ausziehen, das geht so nicht. Also, bis zum nächsten Mal, ich freue mich drauf. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.